Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ophelia und wir spielen King's Quest. Das ist Kapitel 1. Das zweite ist mittlerweile schon rausgekommen. Ich komme jetzt auch endlich dazu, mal weitere Folgen aufzunehmen. Wollte ja eigentlich alles noch vor dem zweiten Kapitel schaffen, aber das ist leider nicht so ganz, hat nicht so ganz funktioniert. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und wir starten mal direkt. Und wir müssen ja die ganzen Ritter jetzt hier kennenlernen. Und jetzt reden wir erstmal mit dem kleinen Typen hier drüben. Oh Gott, ist der groß. Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen. Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. Den Stier? Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch. Aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Okay, hallo, ich bin Graham. Ich bin Graham? Graham? Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Der ist ja unverschämt. Und ihr heißt? Man kennt mich im ganzen Land als, sehr dick. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Acorn. Okay, was habt ihr in eurer Hand versteckt? Hat er da was versteckt? Okay, der hat was versteckt, also fragen wir ihn mal. Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an. Federgewicht. Im Ernst, was versteckt ihr? Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Machen wir den jetzt sauer, wenn wir den immer noch mehr fragen? Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Okay, das war's wohl. Ja, ich lasse euch jetzt in Ruhe, ja? Dann könnt ihr da weiter mit eurer Hand reden. Dann lasse ich euch mal. Verschwinde! Okay, mit dem werden wir wohl nicht grün. Was haben wir denn noch für welche? Ich konnte seine Pracht schon mit den Fingerspitzen ertasten, als die Truhe zuklappte. Mein Arm hing zwischen Schatz und Truhe fest. Ich musste fort. Wenn ich blieb, würde mein Arm absterben. Mein Gott. Hätte ich ihn herausgezogen, wäre er bis zum Ellbogen aufgeschlitzt worden. Mir blieb nicht viel Zeit. Und dann hörte ich ein Schnauben in der Dunkelheit. Es hatte mich gehört. Wenn ich den Schatz bergen wollte, hatte ich keine Wahl. Ich musste meinen Arm opfern. Ich schlug so fest ich konnte mit dem eingeklemmten Arm. Der Schatz rappelte, doch mein Arm blieb drin. Schritte. Keine Zeit zu fliehen. Keine Zeit zu denken. Ich sprang von der Mauer und fiel in eine tiefe Grube. Es krachte und überall war der Schatz. Ein Gähnen im Nacken. Es war wach. Ich raffte alles zusammen und warf ein Stück in die Dunkelheit. Grrrr! Es schrie auf, als sein Körper am Boden aufschlug. Mit dem Schatz in der Hand konnte ich entkommen. Spannend. Wow. Ihr habt den ganzen Schatz geborgen? Ja, ich habe jedes einzelne Teil mitgenommen. Ich bin begeistert. Die Flammen loderten vor meinen Augen. Ich konnte nicht fort. Ich war umzingelt. Die Flammen wurden größer, kamen immer näher an mein Gesicht. Was denn für Flammen jetzt? Und dann kam mir eine Idee. Ich blies, so stark ich konnte. Ich blies die Flammen des brennenden Foltergeräts eine nach der anderen aus. Ach klar, sicher. Die Horde kam auf mich zu. Ihr primitiver Schlachtruf hallte in meinen Ohren. Ich stand auf und trat einem mitten in die Kehle. Schon war sein Geschrei verstummt. Die übrigen waren von dem Anblick so geschockt, dass sie ebenfalls verstummten und vor dem Helden niederknieten. Der Hi, ja, glaubst du wohl selbst sicher nicht. Sicher erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nicht Nein. Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid... Der Traum jeder Frau. Das muss warten, bin gleich zurück. Der Kerl, der mich über den Fluss geschubst hat, in den Fluss geschubst hat, oder Sir von sich überzeugt.
Der Traum jeder Frau, das hört er doch bestimmt gerne. Der Traum jeder Frau? Ganz recht. Die Damen lieben, 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 lieben Whis. Wen? Wen lieben Sie, Gabe? Nicht Gabe, ich. Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt? Ihr seid? Rumpelstilzchen. Sir von sich überzeugt. Okay, wir gehen jetzt mal die Option hier durch. Sir von sich überzeugt. Vorlaut? Doch, du fängst an, mir lästig zu werden, was? Brent. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... Das wird wohl ein Running Gag, dass er unseren Namen nicht kann, ne? Aber wir müssen seinen Namen wissen. Ja, ja, ja. Dem werden wir es noch zeigen. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker. Wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Oh, hey, Gott. Die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid... Warte, ich bin gleich zurück. Ich muss wahrscheinlich deinen Namen noch erst bei den anderen herfragen. Eine Sekunde bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Bald hast du alle Namen mit G durch. Okay, dann unterhalten wir uns doch erstmal... Warte, vier waren das, ne? Dann unterhalten wir uns doch erstmal mit dem da. Tunga Yakamata. Afanata. Shwaki. Afamata. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob wir die Sprache können. Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Achaka. Okay, wo kommt ihr eigentlich her? Also, wo kommt ihr her? Achaka. Achaka. Klingt ja exotisch. Okay, und was für Pfeile benutzt ihr? Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Achaka. Ach, krass. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Wollen wir uns zusammentun vielleicht? Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Achaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Das glaube ich auch. Tja, man sieht sich, ne? Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Okay, der Typ ist also nicht sehr gesprächig, beziehungsweise vielleicht können wir auch einfach seine Sprache nicht. Und der Kleine. Oh, hallo Graham, wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Wir können Sachen erfahren. Okay, zum Beispiel, der Typ heißt wahrscheinlich Achaka. Okay, ich möchte gerne wissen, was Akon da so in seiner Hand hat. Was sollte ich über Akon wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Hat er das vielleicht in der Hand? Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Okay. Also ein Eichhörnchen. Vielleicht können wir ihn mit Nüssen oder so ärgern. Ich weiß es noch nicht. Okay, dann erzähl mir mal was von Sir von sich überzeugt oder wie sein richtiger Name ist. Das würde ich nämlich gerne wissen. Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Oh, Entschuldigung. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Ja, aber ich hätte wirklich gern gewusst, wie der Typ heißt. Naja gut, erzähl mir mal was über Achaka. Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Okay, ja, die habe ich aber allerdings auch. Okay, dann alles gut, danke. Über ihn können wir offensichtlich nichts erfahren, was wiederum sehr komisch alles ist. Alles gut, danke, Manni. Bis dann. Okay, wen können wir denn fragen, wie dieser Typ heißt? Können wir die Wachen vielleicht ansprechen? Ich weiß nicht genau. Ich konnte seine Pracht schon mit Wir reden mal kurz mit den Wachen da an der Tür. Vielleicht wissen die das. Hallo? Zurück! Aber, okay. Offensichtlich nicht. Vielleicht können wir noch mit dem Typen da oben reden. Wir können ja sagen so, der will mir seinen Namen nicht sagen, das ist voll gemein. Da kann ich doch gar nicht hier das machen, was ich machen soll. Hallo?
Okay. Ich kann offensichtlich nicht mit ihm reden. Oder? Bereit für den Ritterlichkeitstest? Gebt mir noch... Legt los. Ich weiß es nicht, ob ich bereit bin. Nee, gib mir noch was Zeit. Nein, gib mir noch etwas Zeit. Ich dachte eigentlich, dass er mir sagt, ob ich bereit bin. Das ist ein Zettel. Das ist doch bestimmt die Teilnehmerliste oder sowas, ne? Bestimmt. Und dann kann man seinen Namen erfahren. Aber vielleicht reden wir nochmal mit dem Starken und über sein Eichhörnchen. Warte nur, bis ihr dein Pullöverchen seht. Ein Pullöverchen? Och, wie süß. Was soll das denn bedeuten? Was willst du? Ich weiß, was ihr versteckt. Ich habe gehört, was ihr versteckt. Hast du nicht, Spargel-Tarzan? Doch, hab ich. Angeblich tragt ihr ein zahmes Eichhörnchen am Bauch. Was? Wer hat das gesagt? Bestimmt Whisper. Das ist schrecklich. Sein Ego schlägt mir echt auf den Magen. Und sie ist kein Haustier. Sie ist meine Freundin. Oh, okay. Hat euer Eichhörnchen denn einen Namen? Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Okay, Prinzessin Madeline von irgendwas. Von Avalon. Okay, jetzt wissen wir aber, wie der Typ hier heißt. Er heißt nämlich Whisper. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Aber natürlich. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Whisper. Korrekt. Nun, Whispers vollständiger Name ist Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon. Junior, der Dritte. Erbe von Modesto. Aber ein Fan wie du wusste das ganz sicher. Wünschst du ein Autogramm? Aber sicher. Ich habe leider keine Porträts dabei. Also, falls du eins findest, signiere ich es für dich. Gratis. Whisper liebt seine Fans. Whisper liebt es, das Böse zu bezwingen, aber vor allem liebt Whisper. Ja. So wie wir alle. Ich sollte besser zum Ritterlichkeitstest zurück. Ist mir gar nicht aufgefallen. Whisper schafft das. Ein netter Gedanke, aber diese Gardisten würden mich nie mit euch verwechseln. Eure Rüstung ist ja doch recht auffällig. Was? Whispers Rüstung glänzt, weil Whisper gern sein Spiegelbild sieht. Alles klar. Guten Tag, Whisper. Ich glaube, diesen Namen werde ich nie wieder vergessen, so oft wie der den sagt. Okay, Achaka. Hi. Achaka. Können wir das nachmachen oder so? Nee, offensichtlich nicht, ne? Mal gucken, ob er noch was anderes sagt, wenn wir das jetzt so also, machen. Also, wo kommt ihr her? Achaka. Achaka. Okay. Aha. Klingt ja exotisch. Mit dem kommen wir wohl nicht weiter. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Können wir nochmal mit dem kleinen Money oder Manny oder so ja, heißen? Ja, Graham? Möchtest du schmutzige Details? Ja, über Whisper. Was sollte ich über Whisper wissen? Whisper? Sein Gang mag ja geräuschlos sein. Sein Mundwerk ist es definitiv nicht. Er ist ein großer Star in seiner Heimatstadt und hofft, in Daventry wieder Fans zu gewinnen. Ich habe gehört, er würde alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen. Solche arroganten Kerle müssen doch förmlich auf die Nase fallen. Meinst du nicht auch? Oh ja, da helfe ich sogar gerne mit. Also, ich meine, na, es ist ja klar, dass wir diese Ritterlichkeitstests, egal wie die aussehen, wahrscheinlich nicht ohne, ja, List schaffen können. Dementsprechend ist es gut, alles über seine Gegner zu wissen. Alles gut, danke. Alles gut, danke, Manny. Bis dann. So, können wir noch mal mit Whisper reden? Ich zeigte sich das Elfenbeinmonster und fletschte die Zähne. Haben wir irgendwas? Wir haben Teilnahmeschein für das Turnier. Turnier und mein einziges Geld. Okay, das bringt mir alles leider nichts. Und ich ging in Deckung. Hallo. Hast du die Menge gehört? Sie jubeln mir zu. Sie lieben mich. Ja, wir alle lieben dich. Okay, wir können uns offensichtlich nicht mehr mit ihm unterhalten. Dann würde ich mal sagen, sind wir bereit für den Test? Bereit für den Ritterlichkeitstest? Aber Sishi. Legt los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Ich würde sagen Manny, weil der kann unsere Sprache und der kann ja irgendwie auch so ein bisschen mit Achaka kommunizieren. Manny, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage.
In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Fernab von Deventry, das könnte jetzt Whisper sein, das könnte aber auch Achaka sein, weil er einfach auch nicht eine Sprache spricht, die irgendwie hier in der Nähe gesprochen wird. Aber ich würde sagen Whisper. Whisper. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Hier, Whisper. Das ist bestimmt Whisper der schnellste, oder? Der andere ist der stärkste, der Achaka, weiß ich nicht. Komm. So, Walter Harris, Ignatius, Sally Percival, Eduardo Ramon Jr., der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Seine Prinzessin Madeline von Avalon. Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du 3 Antworten richtig. Von? Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Okay, wir haben es also noch nicht bestanden. Aber ich habe eine Theorie. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Ja. Leg los. Leg los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Ist ja schon schade, dass es die Fragen sich wiederholen. Aber ich glaube, als ich da Whisper geantwortet habe, hätte ich Achaka beantworten müssen. Offensichtlich ist er der Favorit. Manni, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Das ist natürlich dann Achaka. Achaka! Gut, weiter. Achaka. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Das ist jetzt der Sir Percival bla bla Walter Harris Ignatius bla. Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Das ist Prinzessin Madeline von Avalon. Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... Komm schon. Alle Antworten richtig. Gut gemacht, Junge. Aber wir sollten deine neuen Freunde nicht warten lassen. Also, fangen wir an. Willkommen allerseits. Ihr seid alle hier, um Ritter an König Edwards Hof zu werden. Aber damit nicht genug. Wie jeder weiß, hat der König leider keine Erben. Das bedeutet, dass dieser Posten letztendlich zur Krone von Deventry führen könnte. Und nun beginnen wir mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ihr habt Freundschaft geschlossen, denn jetzt wird es ernst. Es ist Zeit, die Teilnahmescheine einzusammeln. Oh, hier drüben! Ich hab meinen hier! Tut mir leid, dies ist kein Teilnahmeschein. Ehrlich gesagt sieht es von hier oben aus wie ein verschwitzter Lumpen. Ach, womöglich ein Rotztuch. Was? Jeder Ritter in Spe bringe uns als Trophäe bitte ein Tam-tam-tam-tam, Auge eines scheußlichen Untiers. Gemäß Proklamation 1748.2 muss es tatsächlich ein scheußliches Untier sein. Wir akzeptieren keine Augen von knuffigen, flauschigen oder possierlichen Tierchen. Danke. Hier ist nichts zu sehen. Es gibt genug scheußliche Augen in Deventry. Ihr seid gefragt, euer Geschick unter Beweis zu stellen. Wir wollen wissen, was ihr im Herzen tragt, wie ihr denkt und wie ihr Gefahren begegnet. Vielleicht zweifelt ihr, ob man das alles wirklich anhand eines Auges beurteilen kann. Wir werden es tun. Und nun geht eure Wege und holt euch eure Augen. Okay. Whisper! Whisper schafft das! Huch, wer ist das denn? Okay. Ich kann mich wieder bewegen. Wer ist denn die nette Dame da? Kann ich hier irgendwie runterfallen? Nö, offensichtlich nicht. Kann ich irgendwie schneller mich bewegen? Nö. Okay, dann balancieren wir einfach mal. Wir müssen ein Auge... Okay. Pass auf, Kleiner. Dann bin ich mal gespannt. Oh, danke. Nicht gerade hübsch, aber erfüllt seinen Zweck.
Maya Blackstone, sehr erfreut. Guten Tag. Graham, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass alle Brücken repariert werden. Alle Brücken? Nein, Kleiner. Der Auftrag ist erledigt. Mehr kann Daventry sich nicht leisten. Die können sich nicht mal das Öl für den Brösler da leisten. Meine eigene Erfindung. Oh, was macht ein Brösler? Er hebt, er hackt, er bröselt. Vor allem bringt er Geld ein, das ich dringend brauche. War kein Zuckerschlecken hier in letzter Zeit. Sieht ganz so aus. Daventry war bisher eine interessante Erfahrung. Ganz anders, als es in meinen Reisebüchern steht. Ich frage mich ernsthaft, ob es das Richtige für mich ist. Das liegt nicht an dir, Kleiner. Seit die Königin tot ist, geht's mit dem Königreich bergab. Und jetzt, wo die Brücken weg sind, kommt keiner mehr her. Es ist wie ausgestorben hier. Ich bin eine Frau der Tat. Und ausgestorbene Städte zahlen ihre Rechnungen nicht. Das sehe ich. Tja, ich sollte los. Vielleicht hat sich jemand in meinen Laden verirrt. Wenn du mal in der Nähe bist, komm vorbei. Linke Seite. Ja. Da, wo es Waffen und so weiter gab, die Schmieden also. Gut, also in Daventry geht es bergab. Der König ist alleine, die Königin ist gestorben und dementsprechend wird es keine Nachkommen mehr geben. Und wer die alten King's Quest-Teile kennt, weiß ja, dass Graham, jetzt spoiler ich voll, später König wird. Und das hier ist quasi sein Weg zum Ritter zunächst. Also die Vorgeschichte zu King's Quest 1 sozusagen. Weil bei King's Quest 1 ist er bereits Ritter und wird vom König auf einen Quest geschickt, um ja Dinge zu holen. Und das haben wir zum Beispiel in dem Prolog gesehen. Da bin ich jetzt wieder ganz frisch. Ich habe das nämlich nochmal nachrecherchiert. Im Prolog haben wir ja diesen Spiegel besorgt. Und das war eins der Dinge, die wir besorgen mussten für den König. Und das war nur so eine Art Tutorial und eben auch der Prolog. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Folge ist zu Ende. Wir müssen ein Auge finden von einem Untier. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, welche jetzt Gronkh da eingeschlagen hat, was ich ja gesehen habe. Aber ich bin mal gespannt. Wir können uns auf jeden Fall hier ein bisschen umgucken, sofern da Brücken sind. Und dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist zu Ende. Ciao.